Ja, damit hallo und herzlich willkommen zu unserem Mediengespräch vor unserem Auswärtsspiel am Sonntag um 13:30 Uhr beim 1. FC Heidenheim, zu dem uns nach aktuellem Stand 700 Fans begleiten. Ja, rund 800 dürften es dann werden am Sonntag. An meiner Seite darf ich wie immer unseren Cheftrainer begrüßen, Dirk Schuster. Dirk, auch diesmal die Frage: Wie sieht es innerhalb der Mannschaft aus, personell? Und ja, von was für einem Spiel gehst du aus? Ja, personell möchte ich erstmal voranschieben, dass uns weiter Felix Platte fehlen wird, der aber, ich denke mal, in den nächsten 7 bis 14 Tagen wieder so langsam ins Training einsteigt und herangeführt wird. Rufen Sattelmeier ist ja bekanntermaßen schwerer verletzt worden. Am Kreuzband ist operiert worden, erfolgreich operiert worden. Hoffe, dass er eine schnelle und baldige Genesung auch hat. Trotzdem, unabhängig davon, ist natürlich auch zwingend notwendig, da das eine langwierige Verletzung ist, die mehrere Monate Ausfallzeit nach sich zieht, dass wir da auf dem Transfermarkt nochmal aktiv werden wollen und auch müssen und wir uns da auch in diesem Status befinden, dass wir in der nächsten Zeit, in den nächsten Tagen noch einen zusätzlichen Torwart verpflichten müssen. Ansonsten hat die Mannschaft in dieser Woche natürlich mit einem positiven Gefühl des letzten Sieges gegen Duisburg sehr gut trainiert. Auch die Einheiten wirkten konzentriert, sodass wir, glaube ich, auf das Spiel am Sonntag gut vorbereitet sein werden. Wissen auch, was uns in Heidenheim erwartet. Eine kampfkräftige, laufstarke Mannschaft, die in den Zweikämpfen keinen Zentimeter Boden preisgibt, die aber auch mit dem Marc Schnatterer einen überragenden Zweitligaspieler in ihren Reihen hat, der ständig an sämtlichen offensiven Aktionen beteiligt ist und selber torgefährlich ist, aber auch sehr viele Assists vorlegt und der das Spiel des FC Heidenheim auch dominiert. Wer heute die Pressekonferenz des Gegners, des 1. FC Heidenheim, gesehen hat, wo ihr Trainer, den ich sehr schätze und der auch dort seit Jahren sehr gute Arbeit leistet, auch davon spricht, dass sie sich in der letzten Saison zweimal so ein wenig die Butter vom Brot nehmen lassen hat. Und da natürlich dann auch seine Mannschaft in diese Richtung motivieren wird. Der weiß auch, dass uns da ein heißer Tanz erwarten wird, der seine Mannschaft sehr motivieren wird und auch zu Höchstleistungen treiben wird, sodass wir auch dementsprechend uns vorbereiten müssen, dass wir von der ersten Sekunde an hellwach sein müssen, dass wir von der kämpferischen Seite, von der Bereitschaft alles in die Waagschale werfen müssen und dass wir darüber hinaus natürlich auch an die guten Ansätze im spielerischen Bereich, speziell in der zweiten Halbzeit im Duisburg-Spiel anknüpfen wollen. Aber dass wir auch eine gesunde Balance finden müssen zwischen unserer gut strukturierten, disziplinierten Abwehrarbeit aller Spieler, als auch mit dem Offensivdrang aller Spieler, um da nicht auch in gefährliche Kontersituationen des Gastgebers zu laufen, die in der Vergangenheit ja auch so das Umschaltspiel ein wenig favorisiert haben, Balleroberung, schnelles Spiel nach vorne, mit 5, 6 Spielern nachrückend und sehr torgefährlich werdend. Da erwartet uns schon ein Kaliber in der zweiten Liga mit ihren Fans im Rücken, die ja, uns vor eine hohe Hürde stellen. Aber ich denke, auf der anderen Seite können wir auch aus den letzten Spielen eine gesunde Portion Selbstvertrauen mitnehmen, haben Respekt vor Heidenheim, das ist richtig, aber wissen auch, dass wir mit unseren Qualitäten, mit unseren Stärken da definitiv auch was holen können. Und das wird unser Ziel sein, dass wir mit einem oder mit 3 Punkten wieder die Heimreise antreten. Vielen Dank, Dirk. Damit möchte ich euch um eure Fragen bitten. Jens Dürr macht den Anfang. Genau, zum Neuzugang von heute Nachmittag. Das ist ein Spieler, der vor allem für die rechte Mittelfeldseite, soweit ich es verstanden habe, gedacht ist. Also ein Außenbahnspieler, rechte Seite, linke Seite. Da hätte man jetzt gesagt, da seid ihr schon relativ gut besetzt. Warum hat es trotzdem Sinn gemacht, da nochmal nachzulegen? Ja, ich habe auch gesagt, dass wir auf beiden Seiten sehr gut besetzt sind mit Marcel Heller und Jovin Jones.
Aber eine Saison besteht ja nicht nur aus 5 oder 10 Spieltagen, sondern über 34 Spieltage gehen. Jetzt haben wir noch 31 Punktspiele vor der Brust, Minimum noch ein Pokalspiel davor. Und ich denke, dass Selim eine sehr gute Ergänzung zu unserem Kader ist, der beide Seiten auch in der Vergangenheit schon beweisend spielen kann, Offensivakzente setzen kann, über eine sehr hohe mentale Stärke verfügt, sehr kampfkräftig ist und auch vom Charakterlichen sehr gut zu uns passt, sodass wir uns entschieden haben, auch mit Selim einen Vertrag abzuschließen, ihn in unserem Kader willkommen zu heißen. Und dass wir natürlich auch hoffen, dass er uns in dieser Zeit, wo er bei uns ist, bedeutend weiterhilft und natürlich auch seine eigenen Karrierepläne weiter verwirklichen kann. Hat auch eine Chance, dann gleich in den Kader mit einzurücken am Sonntag? Ja, da sind wir jetzt gerade noch in den Überlegungen. Wir haben ja gerade unser vorletztes Training absolviert und abgeschlossen. Da hat er einen vernünftigen Eindruck hinterlassen. Wir wissen aber auch, dass er keine geregelte Saisonvorbereitung hatte mit einer Mannschaft, sondern dass er sich privat und individuell versucht hat, fit zu halten. Und das spielt natürlich in unseren Überlegungen auch alles eine Rolle, ob er jetzt schon in den Kader reinrutscht oder ob er vielleicht verschiedene Defizite noch aufholen soll und muss. Da werden wir mit ihm das Gespräch auch nochmal führen und suchen, um dann auch gemeinsam eine Lösung zu finden. Mit Jens. Ausnahme des Torhüters, der verpflichtet werden muss. Wenn du sagst, das könnte auch nächste Woche sein, ist es logischerweise keiner, der momentan unter Vertrag stünde. Das muss ein Arbeitsloser sein. Ist denn sonst noch heute mit irgendwas zu rechnen? Heute nicht, nein. Das heißt, mit Ende des Transferfensters ist zumindest das, was von anderen Vereinen verpflichtbar wäre, das Thema ist jetzt durch. Ja, genau. Das heißt, Zimmermann ist damit auch kein Thema. Jan Zimmermann. Genau. Ja, das ist korrekt. Stefan? Wir machen uns ja so ein bisschen Sorgen, nachdem Lacazette sein Bett verkauft hat. Wo wird er denn jetzt demnächst schlafen? Weiß ich nicht. Hätten Sie ihn ja mal fragen können. Sie haben es ja, glaube ich, gekauft, oder? Nein. Genug Bett. Nein, ich weiß nicht, wo er schläft. Kann ich Ihnen nicht sagen. Vielleicht hat er noch ein zweites Bett und hat nur eins verkauft. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Nein, aber jetzt mal ernsthaft. Wird er heute noch Vollzug? Ist da heute noch Vollzug zu erwarten? Er befindet sich momentan in finalen Gesprächen. Ja. Es gibt aber noch nichts zu vermelden. Und wir denken, dass es innerhalb der nächsten 2 Stunden wäre schon zu kurz. 1 Stunde, 55 Minuten über die Bühne geht. 1860 Minuten. Wenn Sie die Information haben. Vielleicht gerade noch angeschlossen an das Schließen des Transferfensters. Wie leicht oder schwer war es denn in dieser Phase, den Kader so zusammenzustellen, wie Sie es sich vorgestellt haben? Ja, es war ein bisschen schwieriger als in den Spielzeiten vorher durch die Weltmeisterschaft, die in Russland stattgefunden hat. Das Karussell fing sich erst so richtig an zu drehen vor 2-3 Wochen. Wir waren natürlich auch nicht untätig in dieser Zeit vorher, aber es hat sich sehr kompliziert und sehr schwierig gestaltet, weil viele Spieler, die für uns interessant waren und vielleicht auch noch interessant sind in der Zukunft, natürlich abwarten wollten, wie die Entwicklung in ihren Vereinen weitergeht, wie die Perspektiven in ihren Vereinen aussehen, in der Hoffnung, dass sie da bleiben oder andere lukrative Angebote kriegen, sodass wir sehr viel Geduld aufbringen mussten. Und ja, wie Sie auch gemerkt haben, sind wir da auch nicht unruhig und nicht nervös geworden, sondern haben bei verschiedenen Spielern auch auf den richtigen Moment, auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, wo wir dann in der Lage waren, ein Agreement mit den Spielern zu finden und sie auch für uns zu gewinnen. Peter Niemeyer hat sich gestern verabschiedet im Internet, hat aber auch geschrieben, er hätte gerne noch hier irgendwie, wäre gerne noch geblieben. Wieso hat man keine Möglichkeit gefunden, ihn irgendwie weiter an den Verein zu binden? Gab ja verschiedene Szenarien, die angedacht waren, vom Standby-Profi bis hin zu anderen möglichen Optionen. Ja, Peter Niemeyer ist ein sehr verdienter Spieler in unserem Verein, der über 3 Jahre hinweg, ich nehme mal die Verletzungspause ein bisschen raus, alles für die Mannschaft und für den Verein gegeben hat und auch Verdienste für den Verein hat.
und dem wir vom Trainerteam auch sehr zu Dank verpflichtet sind für seine Arbeit, für seine Leistungen auf dem Platz, aber auch wie er die Mannschaft neben dem Platz mitgeführt hat. Ist natürlich so, dass, was Sie es gerade angesprochen haben, mit der Stand-by-Geschichte ein sehr zweischneidiges Schwert ist, was sich ja, da nicht verwirklichen lassen konnte. Dadurch er länger Urlaub gemacht hat, erstmal dann auch ein bisschen abschalten wollte und wir natürlich uns schon voll in der Vorbereitung befunden haben. Alles andere, wie man ihn in den Verein hätte einbinden können, ist, glaube ich, ein Vereinsthema. Ich glaube, dass da von der sportlichen Seite relativ wenig Einflussnahme darauf möglich war. Standby-Profi, zweischneidiges Schwert, weil er voll trainieren muss, aber trotzdem nicht irgendwie voll dabei ist? Oder was ist das zweischneidige am Standby-Profi? Ja, am Standby-Profi ist für mich die Problematik dahingehend, dass er im Notfall, vielleicht auch nur im äußersten Notfall, eine Rolle innerhalb der Mannschaft auf dem Spielfeld spielen muss und spielen kann, in Pflichtspielen. Und dazu ist natürlich auch eine gewisse Vorbereitung, eine gewisse Fitness, Grundvoraussetzung und da spielt auch die Gesundheit eine große Rolle. Und man hat in der letzten Saison gesehen und auch schon in Monaten vorher, dass Peter arg mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Sein Schwerpunkt auch nicht nur auf dem Fußball, sondern auch in Gegebenheiten neben dem Fußball neu setzen wollte, was durchaus auch Sinn macht für mich in seiner Situation, dass er in verschiedene Bereiche, wo er vielleicht später mal sein Tätigkeitsfeld sehen könnte, ob als Sportdirektor, als Marketing, als Repräsentant, als was auch immer, doch sehr viel zu lernen hätte. Und das ließ sich mit den Aufgaben und mit den Pflichten als, sag mal, Standby-Profi dann auch nicht so vereinbaren. Weitere Fragen sich nicht. Daher vielen Dank. Gar nichts zum Sport? Bitte? Gar nichts zum Sport? Frage? Gut, sprechen wir über die Aufstellung. Die Mannschaft, glaube ich, die das in der letzten Woche, am letzten Freitag gegen Duisburg auf das Grün gebracht hat, die Vorgaben umgesetzt hat, die hat das hervorragend gemacht. Wir haben jetzt eine Alternative mehr mit Johannes Wurz, der hervorragend trainiert hat in der Woche, wo wir uns natürlich auch mit verschiedenen Thematiken da befassen. Aber ich denke, dass wir jetzt auch durch die Optionen, die wir mehr haben, flexibler aufgestellt sind und auch weniger ausrechenbar sind. Das könnte dann die Aufstellung sein. Schnatterer versuchen aus dem Spiel zu nehmen, ist schon eine große Aufgabe und eine große Herausforderung für uns als gesamte Mannschaft und als gesamtes Team, weil er nicht nur bei Ballbesitz von Heidenheim extrem gefährlich ist fürs gegnerische Tor, sondern auch immer wieder auch versteht, sich schon in Räume zu bewegen, wenn wir den Ball haben. Und da müssen wir höllisch aufpassen, dass wir ihm nicht zu viele Räume bieten und nicht zu viele Möglichkeiten geben, um zu seinen brandgefährlichen Schüssen oder Flanken ansetzen zu können. Und er ist, glaube ich, der wichtigste Baustein im Heidenheimer Spiel, der sehr viel dabei auch beeinflusst und der da auch sehr viel in dieser Richtung für Heidenheim bewegen kann. Nach dem Heidenheim-Spiel ist Länderspielpause. Gut oder schlecht, oder fragen Sie lieber nochmal nach dem Heidenheim-Spiel? Ich glaube, es ist besser, wenn Sie danach nochmal fragen in der Pressekonferenz. Aber sind irgendwelche Testspiele oder sowas geplant? Oder ist da irgendwas Ja, da sind wir auch in finalen Überlegungen. Kommt auch ein bisschen davon, hängt auch ein bisschen davon ab, ja, wie wir aus dem Spiel rauskommen, ob es verschiedene Blessuren gibt. Es nützt ja nichts, wenn wir ja, da vielleicht nur mit 14, 15 Mann antreten, sondern es sollten dann schon die Spieler auch alle die Möglichkeit bekommen zu spielen, die vielleicht bisher weniger Einsätze hatten. Das ist so, jetzt hat sich der Kader gerade erst in den letzten Tagen bei uns noch etwas gefüllt, sodass es für uns, sag mal, hätten Sie mit die Woche die Frage 3 Wochen vorher gestellt, hätte ich mit Nein geantwortet, ist nichts geplant, aber so kann man natürlich durchaus nochmal einen Gegner finden, wo sich dann diese Spieler, die wenig Einsatzzeiten hatten, auch nochmal zeigen, beweisen können und auch Spielpraxis erhalten. Tatsch hat wieder einzeln gemacht, ist dann wieder da, oder ist das immer noch die Fußsache? Ja, das ist noch die Geschichte am Fuß, aber
laut seiner eigenen Aussage und auch der Mediziner, steht er am Sonntag auf dem Feld als Kapitän. Sind wir schon wieder bei dem Thema. Was sagt der Arzt dazu? Gibt es noch weitere Fragen zum Spiel am Sonntag? Dem ist offenbar nicht so. Dann wünsche ich heute einen schönen Feierabend. Ich auch.